Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Transport Fever 2. Ich bin wieder da, nach einer kleinen Klausurpause gehen wir jetzt die letzten Folgen an. Ich habe es leider mit den FPS nicht besser hingekriegt, wir stehen immer noch bei 10 FPS. Ich habe die Einstellung runtergedreht, habe auch mal das Nvidia Studio oder Game Center oder wie das heißt, mal geguckt, was hier die optimalen Einstellungen sogar wären. Die sagen alles auf hoch. Also sogar mehr als ich gerade anhab. Und ich glaube, wir haben einfach zu viel gebaut. Oder es ist einfach zu viel auf zu wenig Platz. Deshalb würde ich jetzt sagen, gehen wir jetzt den Endspurt an. Machen jetzt die letzten drei Städte und gucken uns dann vielleicht noch einmal die Karte gemeinsam an. Vielleicht auch im Livestream wie in Folge 100 angedacht. Ein paar Straßen sehe ich gerade, müssten auch nochmal asphaltiert werden. Aber ich muss gestehen, ja, so viel Spaß hier rumzufliegen und zu gucken, macht's gerade auch nicht, ja, so geht's gerade, aber wenn es dann wieder ein bisschen mehr leckt, ist es schwierig. Aber gucken wir mal. Wir haben jetzt noch drei Städte: Hilden, Höher Grenzhausen und Mühlberg. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal. Oder wir fangen in Höher Grenzhausen an, machen dann Mühlberg und gehen als letztes nach Hilden. Hilden haben wir ja auch als letztes angeschlossen, heißt, da ist es nicht ganz so nötig. Und Höher Grenzhausen, muss ich einmal gucken. Ach, wir sind gerade hier in Mühlberg. Da haben wir auch vor gar nicht allzu langer Zeit noch was verändert. Deshalb würde ich sagen, fangen wir in Höher Grenzhausen an heute und gucken dann, dass wir morgen vielleicht dann ja entweder mit Mühlberg anfangen oder abschließen, je nachdem wie weit ich heute komme. So, das ist die Stadt. Sieht ziemlich umrandet aus. Ich weiß auch teilweise nicht, was sich die Stadt jetzt so groß gedacht hat. Wir sehen einmal hier unseren Bahnhof. Den hatten wir noch schön in den Wald gebaut. Den mussten wir irgendwann verlängern, den Bahnhof. Wir sehen auch genau, wo das stattgefunden hat, durch die unterschiedlichen Parts hier der Bahnsteige. Dann haben wir der Stadt geholfen, hier weiterzubauen. Und haben irgendwann mal für die LKWs eine Umgehungsstraße gebaut. Und anscheinend hat die Stadt sich gesagt, da bauen wir nicht drumherum. Und die versuchen jetzt hier lang zu bauen. Auch wenn noch kein einziges Haus steht. Auf jeden Fall sieht die Stadt ein bisschen komisch aus von oben. Hier mit dem Schwänzchen oder was das dann sein könnte. Und hier, weiß ich nicht. Auf jeden Fall sehr zentriert. Dürfte dann aber auch nicht allzu groß sein. Ja, 500 Einwohner ist jetzt nicht so viel. Fangen wir erstmal mit einer Kleinigkeit an. Und bauen die Strecke hier mal auf 50 km/h aus. So, hier geht es dann eine kleine Beschleunigungsspur oder zum Bremsen. Also ist hier schon Landstraße und dann geht die Landstraße ein bisschen breiter. So, hier könnten wir vielleicht noch ein bisschen nachhelfen. Ich weiß nicht, ob ich das hier unbedingt kaputt machen möchte oder ob ich das die Stadt machen lasse. Indem ich vielleicht einfach nur bis hier vorne vorbaue und die machen dann das irgendwann komplett. Ja, komm, das eine Gebäude können wir auch noch abreißen. Vielleicht fangen sie dann hier an zu bauen. Ja, hier haben sie überall die Möglichkeiten zu bauen. Hier ist auch noch Platz. Okay, das sieht ganz gut aus hier. Ja, ich mach vielleicht noch hier nochmal parallel zu der Bahn. Könnten sie auch hier noch machen. Ich glaube, das schadet nicht, wenn wir hier nochmal eine kleine Straße reinmachen. Ich glaube jetzt nicht, dass da sich jemand hinbaut. Aber wer weiß. So, dann haben wir uns schon mal ein bisschen um die Straßenführung gekümmert. Gucken wir uns doch mal zuerst die Güter an. Versorgung vom Treibstoff ist 100%, Brote 70%. So, dann gucken wir einmal von. Hier gucken wir erstmal noch so. Wir haben eine Anlieferung. Anlieferung Nummer 2. Sehen wir auch Treibstoff 1, Treibstoff 2. Und hier in der Mitte ist. Achso, das gehört zum Bahnhof. Deshalb haben wir da 1 und 2. Okay, dann haben wir einmal das hier, was sehr, sehr viel abdeckt. Das deckt den Rest ab. Ich weiß nicht, wie das ist, ob das vom Bahnhof hierhin geht und dann auch das abdeckt. Das weiß ich bis heute nicht, das wusste ich ja nicht bei Transport Fever 1.
Weil hier eigentlich eine Verbindung zwischen ist, eine gedachte. Und wenn wir jetzt, wollen wir es den noch nehmen, hätten wir hier unten so ein paar Gebäude, also die Gebäude, die nicht angeschlossen sind an unser Netz. Ist auch ganz okay so, weil das sind Wohngebäude. Das heißt, wir haben alle Gebäude in unserer Versorgung drin, die drin sein sollten. Ja, außer vielleicht die hier, wo ich jetzt nicht weiß, ob es nötig ist oder nicht. Sind auf jeden Fall Lebensmittelgebäude. Das könnte für die 30% sprechen, die fehlen. Oder es fehlt einfach eine Anlieferung. Wir könnten nochmal vielleicht eine Linie machen mit einem LKW und hier drüben nochmal was hinbringen. Das könnte vielleicht helfen. Würde ich sagen, machen wir erstmal hier auch 50 km/h Straßen raus. 30 km/h braucht ja keiner. Dann würde ich jetzt hier rein noch eine Straße machen. Aber nicht zu lang. Um dann eine LKW-Station hier reinzumachen. Da reichen auch 20 Meter. Nehmen wir ruhig die Seite nach hier unten. Und machen nämlich gleich dann noch einen zweiten Ausgang, dass die LKWs da durchfahren können. Und dann gucke ich mir noch einmal an, wie es denn mit der Anlieferung der beiden Rohstoffe aussieht. Also einmal dann Treibstoff und Brot. Dann haben wir das, dann können die sich hier noch ein bisschen ausbreiten. Dann fahren wir von hier noch nach darüber. Das nehmen wir jetzt einfach mal. Oh, habe ich jetzt mal Hör oder Grenzhausen genannt? Hör, okay. Ich war schreibfaul. Hör, und dann nenne ich das jetzt einfach mal Versorgung 1. Das andere heißt Treibstoff bzw. Brot und Versorgung. Ja, das deckt jetzt halt beides ab. Damit wäre das auch eigentlich doppelt gemoppelt. Weil, ach nee, von wo fährt denn Brot los? Wo haben wir denn die Brote her? Ah, hier unten haben wir Brote her. Okay, ja, dann brauche ich eine zweite. Ne, dann ist Versorgung sogar falsch. Das sind alles nur Brotgebäude. Okay, dann ist Versorgung falsch. Dann heißt das. Ich setze einfach mal Brot 2. Das Hör hätte ich ruhig stehen lassen können. Ja, Brot 2. Und dann benennen wir das auch noch einmal ganz kurz um in Brot 1. So, da wollte ich jetzt ein LKW draufpacken. So, Brot 2. Oh, ne, ich habe die Versorgung. Die Linie muss noch anders gesetzt werden. Linie verwalten, ihr musstet ja nach hier, ihr sollt ja nach hier unten. Also von 2 geht's hier runter und 1 kommt raus. Oh, hier ist aber auch die kleinste Ladestation, die ich glaube ich überhaupt irgendwo mal gebaut habe. Und noch ganz alte LKWs. Aber auch das könnten wir jetzt eigentlich als nächsten Schritt machen. Oder sagen wir als übernächsten. Wir könnten vorher noch einmal ein bisschen nachhelfen hier. Komm, ein Stückchen geht noch, bis wir in der Stadt drin sind. Wir könnten auch eigentlich schneller fahren. Das ist ja eine Hauptstraße. Fahren wir hier noch runter. Hier müssen wir ein bisschen enger werden, ein bisschen schmaler werden, und dann haben wir das auch. Dann nehmen wir das hier noch eben mit. Das war sogar okay, das ist sogar ausgebaut. Ja gut, dann lassen wir das so. Gehen wir da nach oben. Haben wir wieder ein bisschen was asphaltiert, was vorher nicht asphaltiert war. Jetzt können die auch 100 gleich fahren, wenn sie es können. Die LKWs, die jetzt gerade da noch drauf sind, können das nämlich zum größten Teil nicht. Dann fangen wir. Ne, machen wir das zu. Gleich machen wir erstmal hier.
Fahrzeuge verwalten. Der kann 38 transportieren. Das ist der hier. Deshalb will ich da zwei LKWs rausmachen. Deshalb auch einen anderen Takt. Und, oh, hier sind sogar drei für die Strecke. Aber es wird sich ja irgendwie bewährt haben. Ich glaube, da reicht aber, wenn wir fünf nehmen. Ich glaube, das spielt einmal eine große Rolle, wie der Takt ist. Das heißt, wir verwalten hier die... Oder wir können ja mal in den Finanzen gucken. Okay, die machen Minus. Dann fahren sie wohl sehr häufig leer. Dann könnte es vielleicht sogar reichen, wenn wir einfach nur 1:1 ersetzen. Gut, dann gehen wir jetzt mal eben zur Brotanlieferung. Da sind ja jetzt vier Linien, wo wir den Fahrzeugersatz machen müssen. Und Busse und... Also Busse ersetzen und Nahverkehr machen wir dann als letztes. Da ist auch schon eine neue LKW. So, das sind einige LKWs. Die machen plus minus null. Fahrzeuge verwalten. Die haben vorher 68.000 im Jahr gekostet. Etwas weniger als jetzt. Jetzt kosten wir 70. Und haben weniger transportiert. Ich denke mal, wir könnten auf ein LKW oder auf zwei verzichten. Verkauf mal zwei. Jetzt sind wir bei 4. Ja, komm, gehen wir auf 5 wieder hoch. Wenn nicht alle klonen. Machen wir ruhig so. Müssten wir trotzdem noch Geld... Also sparen wir trotzdem noch Geld. Dann kümmern wir uns um die Anlieferung. Auch nicht ganz so gut aus. Aber da haben wir noch andere LKWs. Das sind... Die sind das nicht. Der ist das. 21 Kapazität sogar. Bei 85.000 im Jahr. Okay, die könnten wir 1:1 ersetzen. Kapazität bleibt, ja gut, auf der ganzen Linie minus 7. Aber wir sparen einige tausende Betriebskosten. Hier machen wir sogar Gewinn. Ohne Ende. Wieso sind wir da auf der anderen Linie so schlecht? Das dauert die Anzahl der Fahrzeuge. Die eine Linie macht ja richtig Gewinn. So, hier liegen jetzt 11. Hier fahren zwei LKWs hintereinander. Da kommt direkt der nächste. Der fährt nicht voll. Da, ja, ich glaube, einen können wir noch von der Linie nehmen. Aber hier sind wir dann voll ausgelastet. Also da können wir nicht mehr Brote produzieren. Hier steigt es jetzt. Ich weiß nicht, warum der auf einmal anfängt zu steigen. Wollen wir unsere zweite Brotanlieferung? Okay, wo ist er jetzt hingesprungen? Wo sind wir? Da unten. Das war jetzt Getreide 1. Okay, dann brauche ich jetzt Getreide 2. Okay, wir fahren hier. Ah, ich glaube, weil die Strecke so lang ist, verdienen wir so viel Geld. Das könnte natürlich sein. Aber dann könnte es auch gut sein, dass wir... Ja, wir brauchen hier mehr LKWs. Dann fahren die anderen immer leer und die fahren immer voll. Deshalb ist das so ein Unterschied. Okay, hier liegen 90 Güter. Wir transportieren 20 ab, liegen immer noch 40 da. Also bei sieben Fahrzeugen sehe ich uns da mindestens. Das könnte dann auch wieder dazu führen, dass wir mal Brote transportieren. Und produzieren. Also erstmal produzieren, um sie dann halt in die Stadt zu liefern. Ich will gerade noch gucken, ob wir hier in der Gegend vielleicht noch eine Fabrik haben, die... Also ein Bauernhof, der noch ohne Kundschaft ist. Wir haben in Erlensee und in Frankenberg. Okay, die sind beide zu weit weg. Gersthofen zweimal und einmal in Mühlberg. Okay, Mühlberg ist gar nicht so weit weg. Wo ist denn der da? Der ist ohne Fahrschein. Wenn der gerade hier runterfährt, ist da ein Weg... Ne, aber könnte man sich drum kümmern. So, der könnte auch hier einmal abbiegen, dann hier durch. Dann hier rüber. Ja, könnte man auch noch machen. Dann hätte man auf jeden Fall hier mehr... Also das würden wir auf jeden Fall dann erreichen. Ich sage, machen wir uns doch nochmal die Mühe da und machen das. Will ich aber hier einmal hier kurz noch konfigurieren. Und nochmal einen dritten. Machen wir ruhig mal auf 5 hoch. Normalerweise haben wir 10. Machen wir hier mal 5, das sollte langen hoffentlich. So, wir müssen, oder wir wollen, irgendwo hier dran.
könnten auch die Kreuzung mit benutzen. Dann würde ich sagen, nehmen wir uns die 100 km/h Strecke und gucken mal, was passiert, wenn ich da dran gehe. Abgesehen davon, dass es anfängt zu laggen. Okay, Kollision ist schon mal nicht so gut. Okay, daran liegt's. Wir ein bisschen mit N&M arbeiten, dann haben wir jetzt das Problem auf jeden Fall behoben. Okay, es ist eine sehr lange Brücke. Die eigentlich nicht sein muss. Okay, dann mache ich das ein bisschen manuell. Solange bis wir über die Schienen drüber sind. Mal ruhig ein Stückchen weiter rüber. Hier muss ja nicht direkt wieder eine Kreuzung sein. Hat bei den zwei, drei Fahrzeugen jetzt auch nicht sehr lang fahren. Aber gar nicht mit Fehlern anfangen, die man dann auch in der zweiten Staffel machen könnte. So, das haben wir. Und jetzt gucken wir mal, was das Spiel sagt. Und gehen wir dran. Gut, den Tunnel haben wir immer noch. Aber wir gehen hier so in die Natur. Können wir es noch ein bisschen? Okay, so nicht. Also auch nicht. Okay, dann lassen wir es so. Das war ja auch der erste Vorschlag vom Spiel. Fahren wir hier durch. Hier rüber. Ja, und fahren dann hier hoch. Und hier haben wir jetzt auch Platz für die LKW-Station. Na ne, da muss ich gucken. Da machen wir jetzt wie gewohnt unsere 10 Punkte hin. Also 3 haben wir jetzt, also 30 Meter. Machen wir das Ganze jetzt auf 100 Meter. 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. So, hinten haben wir schon den Punkt gemacht. Wir fangen wie immer mal einfach da an, wo wir abholen. Macht bei der Strecke jetzt auf jeden Fall Sinn. Dann wollen wir hier hin. Das ist dann, wie habe ich das genannt? Höher, Getreideanlieferung. Okay, nehmen wir das einfach jetzt. Höher, Getreide, 3 LKW. Nenne ich die anderen beiden auch eben gleich um. Aber erstmal werde ich da. Ich muss gerade einmal gucken. So, so, mit dem Knick. Ja, 7 LKW, 6, 7 LKW werden wir schon brauchen. Bei dem anderen habe ich vielleicht ein bisschen zu knapp kalkuliert mit den 4, die wir jetzt am Ende haben. Dann würde ich vielleicht hier mal mit 7 gehen. Ah ne, da wollte ich drauf. Die Linie wollen wir. Einmal so. Und einmal so. Gut, dann haben wir das auch soweit. Auch neue LKWs hier auch bei der Anlieferung, bei dem Transport in die Stadt. Dann sollte die Produktion noch mal ein bisschen steigen. Okay, ist er jetzt auch. Jetzt müssen wir nur gucken, ob wir hier vielleicht noch den ein oder anderen LKW mehr brauchen. Ich glaube, hier sind 5 genügend, aber hier machen wir noch mal einen zweiten. Alle Fahrzeuge klonen, ja. Da haben wir das auch soweit. Sind wir hier vielleicht schon ein bisschen höher gekommen? Okay, wir sind jetzt bei 70%. Und bei 90% beim Treibstoff, da könnten wir jetzt auch noch mal kurz gucken, wie das da aussieht. Hier scheint gerade eine Lieferung gekommen zu sein. Der hat auch einen schlechten Fahrzeugzustand. Finanzen sehen sehr gut aus. Fahren wir doch da mal mit. Du fährst hoffentlich durch. Wir Rohöl an die Form. Okay, wo fahren wir denn damit hin? Fährst aber durch. Nee, du bremst noch nicht. Wo will der denn hin? Ah, hier, ach, hier hinten, das gehört auch noch alles zur Stadt. Okay, und du nimmst dann Rohöl wieder mit. Ich glaube, dann gehörst du auch zur Kette und müsstest dann gleich einmal erneuert werden. Und du fährst bis... Oh, das ist aber ein langer Weg. Das ist ein echt langer Weg. Bis hierhin. Und wir haben 160 auf deiner Linie, du kannst 120 transportieren. Gut, dann würde ich doch sagen... Du hattest es nicht mehr so weit, oder?
Ich will kurz noch warten, bis der Zug kommt. Dann könnten wir auch vielleicht einmal die ganze Produktionskette noch erneuern. Da müsste der Zug nämlich kommen. Ne, das ist nochmal ein anderer. Okay, wir haben viele Züge auf dieser Linie. Der beschleunigt gerade erst. Hier steht auch einer. Der müsste gleich auch noch kurz stehen. Da ist der nächste. Also hier haben wir auch ein kleines Nadelöhr. Aber wenn man allen sieht, Bahnhof, Querverkehr, nochmal Querverkehr. Ja gut, das hier wird keinen großen Ausschlag geben. Jetzt wartet der da oben. Könnte der nicht eigentlich bis hier unten vorfahren? Ah, da ist unser schöner Rheingold. Was haben wir hier? Ah, der hat glaube ich einfach noch kein Grünsignal gekriegt. Der steht nicht warten auf freie Wege. Kannst auf jeden Fall ein Stückchen vorfahren. Jetzt wird er. Müsste der andere dann... Oder weil der gerade fahren wollte, musste der doch noch warten. Haben wir schon den nächsten Rheingold? Nee. Oder? Doch. Okay, die haben ja einen ganz, ganz schlechten Takt, wenn die so nah hintereinander sind. Der eine ist ja gerade erst losgefahren. Jetzt muss er natürlich noch warten. Ich hoffe mal, dass der jetzt gleich früher grün kriegt als der. Damit der Takt ein bisschen, größer wird. Zeitlich gesehen. Die kommen halt auch alle mal so gar nicht aus dem Quark. Und wir warten halt auf den, der jetzt nochmal auf den anderen warten muss. Okay, dann gucken wir mal. Wir haben jetzt 120. Und wir fahren hier hin. Sieht jetzt schon nach über 200 aus. Ja, 220. Ich würde jetzt vielleicht nicht direkt auf 200 hochgehen. Wir müssen ja auch bedenken, oh ne, das war die falsche, dass der ja, also dass da ja nur ein bisschen was, also wir müssen mehr wegholen auf jeden Fall als jetzt, weil das ist, sieht nach zu viel aus, was da liegt. Aber wenn wir jetzt auf einmal alles wegholen, das könnte sich ja auch schon ein bisschen angespart haben. Ich glaube, wir fahren mit dem Diesel hier. Also wenn wir jetzt nach und nach ein bisschen weg, also wenn wir ein bisschen mehr wegholen, als produziert wird und das sich da über Jahre schon staut, na gut, dann sind wir zwar irgendwann auch bei, also machen wir halt auch irgendwann ein Minus, aber wir holen halt das Zeug da einmal weg. Wieso fahren wir denn überhaupt mit dem und nicht mit dem? Der besser? Oder hatten wir den einfach damals noch nicht? Ab 1950, ab 1950. Okay, das hatten wir, den hatten wir damals schon. Fährt 120, fährt 120. Okay. Gut, bei den beiden verliert der und hier 5 km/h. 5 Tonnen weniger und 3 Tonnen weniger transportieren wir. Ich nehme jetzt auch einfach mal den. Wir haben jetzt 2, 4, 6, jetzt haben wir 8, sind bei gut. Und wenn wir 10 machen, haben wir immer noch gut. Und nehmen 40 mehr, 30 mehr mit. Ich hoffe mal, der nimmt jetzt auch eben die 30 mit, dass das noch gepasst hat. Und der Zug fährt auch 120 km/h. Okay, die Lokomotive hätte es auch geschafft. Also die Lokomotive fährt schneller als die 120, die die Waggons können. Gut, nimmt auch die 150 direkt mit. Finde ich gut. Leistungswertung ist jetzt mittelmäßig. Ach, weil der jetzt geladen hat. Ja, nee, dann machen wir, glaube ich, eine andere Lokomotive. Weil wir einfach die Power dafür brauchen. Wir haben vorher gehabt 2000 mit 1,3 im Jahr. Dann nehmen wir jetzt einfach den hier. Gar nicht lange zu suchen. 10 heißt 150 Kapazität. Haben wir ruhig so. Jetzt sind wir auf jeden Fall bei gut. Muss mal gucken, ob sich da jetzt was ändert. Mittelmäßig. Ne, wo haben wir es jetzt stehen? Mittelmäßig. Und jetzt haben wir immer noch mittelmäßig. Hm, okay. Aber 400 kW mehr, die werden schon ein bisschen was ausmachen. Prozentual ist das nämlich 20% mehr.
Aber roll du erstmal. Das heißt, wir haben hier die Endverarbeitung und holen auch noch gleichzeitig den Roll ab. Und hier holen wir auch Roll ab. Also der fällt in die Richtung. Darum kümmern wir uns nicht. Wir müssen uns um den hier kümmern. Beziehungsweise um die Linie. Ah, da bringt dann auch. Der holt dann. Warte mal. Wie kriegen wir denn hier den Treibstoff produziert? Nur über die Anlieferung, oder? Dann hat die Linie gar nichts damit zu tun. Oder nicht, stehe ich gerade auf dem Schlauch. Die Linie fährt ja hinten in so einen großen Industriepark. Aber dann gibt es gar keinen Weg zurück. Der Rohöl, der hier transportiert wird, der wird wohin gel. Ach, daraus machen wir Plastik. Wir machen gar keinen Sprit daraus. Gar keinen Treibstoff daraus. Ja gut. Dann will ich trotzdem mal eben, wenn wir jetzt schon mal dabei sind, die beiden Linien hier erneuern. Also einmal die und dann einmal hier. Die werden bestimmt auch zu alt sein. 50 Jahre. Fahrzeuge verwalten. Machen wir ruhig beide. Wie viel KW habt ihr? Ihr seid doch bestimmt... Ja, ihr habt viel. 7000. Oh, perfekt gefunden. Und hier haben wir die großen mit 20 Kapazität. Also... Muss ich da auch nicht viel zählen. Es geht ganz schnell. So, 360. Und da sind 95 Millionen auch mal eben weg. Gut, und hier fährt dann der Treibstoffzug. Hier hin und bringt das Ganze wieder zurück. Okay. Kann ich mit leben. Finanzen sehen auch sehr gut aus. Heißt, ich werde einfach nur ein 1:1... Fahrzeugersatz machen. Das müsste elektrisch sein, aber der müsste schon ein bisschen älter sein. Oh, ab 1990. Der ist echt alt. Wie sieht es denn mit der Leistungsbewertung aus? Ein kleines Upgrade vielleicht? Mittelmäßig, ja. Haben wir irgendwas mit 4000 zufällig? Wie viel hast du denn gekostet? 2 Millionen. Hier haben wir 2,6 und machen 4 raus. Und das sind auch die längeren Waggons. Ja, sind sie. Und das nehme ich jetzt durch 18 rechnen, kommen wir auf 15. Warum wir hier den haben, weiß ich nicht. Vielleicht habe ich mich darauf vertan, aber solange die Linie läuft, ist das für mich in Ordnung. Gut, dann haben wir auch das. Heißt, wir haben uns jetzt komplett um die Stadt gekümmert. Ja, was jetzt mal was noch vielleicht fehlt, ist der Industriepark hier hinten und die anderen Linien. Aber das können wir ja ganz am Ende uns nochmal anschauen. Aber wir haben zumindest wir haben uns komplett um die Industrie gekümmert. Hat jetzt auch ein bisschen länger gedauert als gedacht, weil der Nahverkehr noch ansteht, aber das werden wir dann wohl morgen machen müssen. Ich guck mal, ja, wir sind jetzt bei 90% und 90%, beziehungsweise der hat ja auch jetzt gerade erst abgeladen, heißt, dass wir jetzt auf die Stadt verteilt, dann sind wir da vielleicht auch dann schnell wieder bei 100%. Es fehlen 20, 25, wir haben 111 da liegen. Und beim Brot sind wir bei 90. Ich weiß nicht, ob die jetzt schon die ersten Sachen transportiert haben. Scheint so. Heißt hier, du wächst weiter? Ne, noch nicht. Okay. Auch noch einiges auf Lager. Kommt mit der Produktion vielleicht nicht hinterher. Aber wir haben auf jeden Fall die Stadt ein bisschen vorangebracht. Wir sind jetzt bei 511 Einwohner. Wir haben mit 512 Einwohnern. Wir sind mit 511 gestartet. Heißt, wir haben ein kleines Plus gemacht. Auch dafür, dass ich Häuser abgerissen habe, war das gar nicht so schlecht. Die Stadt baut hier auch gerade weiter, sehe ich. Hier ist gerade eine Straße dazugekommen. Hier die sind wieder aufgefüllt, die freien Flächen. Also wächst die Stadt, das ist gut. Und wir kümmern uns dann am morgigen Tage noch um den Nahverkehr, dass der nochmal ein bisschen ausgebaut wird. Vielleicht lockt das auch noch den einen oder anderen in die Stadt. Aber all das gucken wir uns morgen an. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Hoffe, die Folge hat euch unterhalten. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dahin. Ciao.